Grüezi miteinander und damit herzlich willkommen zur vierten Folge Pony Island. Ja, jetzt geht's auch endlich damit weiter. Eigentlich sollte heute ja Ark noch kommen, aber meine Festplatte ist broke und deswegen mache ich jetzt Pony Island. Wird auch langsam Zeit, ja, continue. Mal gucken, wo wir letzte Folge waren. Ich hab's schon vergessen. Ah, genau, would you like to quit the game? Ja, weil er eine Pause braucht, ja. Haben wir ja gedrückt und dann wurden wir ins Menü geschmissen. Aber hier geht's jetzt weiter. Nein, wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir jetzt ein Rätsel machen, weil er seine Zeit braucht. So. It's XP pause under zero. XP pause over zero. Also hier muss jetzt, wenn wir hier drauf sind, muss sie unter 0 sein. Wenn wir hier drauf sind, muss sie über 0 sein. Okay, das ist das Schein. Hier kriegen wir minus 1 und hier kriegen wir minus 3. Das heißt, wir müssen uns, denke ich, erstmal nach da oben teleportieren. Und ja. So, und dann denke ich mal wieder nach da oben, so. Oder nicht? Dann bekommen wir doch immer minus, oder nicht? Ach so! X-Posi muss über... Ah, sorry, X-Posi unter 0. X-Posi ist auf 3. X-Posi to... X muss unter 0 sein. Das heißt erstmal so. Lass mal da rein. So, und jetzt geht hier runter und runter und runter. So, und währenddessen überlegen wir mal, jetzt ist hier unter 0. Y muss über 0 sein. Und wir sind schon bei minus 3, das heißt, wir müssen nach da unten hin. Und bekommen dann plus 1. Genau, das heißt, wir müssen uns nach da unten teleportieren. Das reicht, denke ich. So, dann machen wir so mal. Und wenn wir den jetzt da rein tun, teleportieren wir uns von da nach da. Aber wo geht's dann weiter? Dann wieder von neu, schätze ich mal. Mal probieren's mal aus. Okay. Ah, okay. Jetzt müssen wir uns wieder neu teleportieren rüber. Das heißt, von so, so. Schnell mal durch. Zack, zack. Und wieder raus. Boah, das könnte jetzt ein... Zack. Nein! Nein! Und wir sind wieder draußen. Verdammt. Das ist, wir müssen uns nach da oben teleportieren. Okay, dann nochmal. Machen wir nochmal. Oben. Zack. Und dann, oh ne. So. Und so nochmal. Wir müssen die Pose wieder unter 0 bekommen. Oder? Die X-Pose war unter 0, genau. Y kriegen wir da, müssen wir über 0. Boah, ist das kompliziert. So, das heißt, wir müssen das so umstellen. Das heißt jetzt, wir müssen das jedes Mal neu umstellen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder so und so. Die hier wieder rein. Dann wieder nach da drüben. Und von hier wieder so. Dann kommen wir nach da drüben. So, das Ganze noch einmal. Boah, wahrscheinlich mache ich das gerade viel komplizierter, als es eigentlich sein soll. So, und hier wieder. So, ich hoffe mal, ich mache das nicht so kompliziert, wie das... Ach, jetzt wieder von Start und jetzt kommen wir in unser Ziel rein. Immer noch missverstanden. Would you like to quit the game? Still no. Aber er ist fertig, hat seine Änderung vorgenommen, ja, die er letztes Mal machen wollte. Hier haben wir anscheinend nichts zu tun. Satan Kitki, was auch immer. Sein Schloss anscheinend. I told you to take a break. I need more time here. You're not ready for the boss fight. Doch, bitch. Ich hab Flügel, ich hab den Laser, was willst du mehr? Let me just code up some more levels.
Nein, ich mache jetzt. Ups. Das ist der Typo. Hold on. Lass mich rein. Ich will jetzt diesen Boss machen. Was ist da oben was? Oh, das waren die Einstellungen, den wir nicht gekannt haben. Also keine Ahnung, was es macht. Was? Marken den Review. Okay, was auch immer das jetzt heißt. Hä? Was heißt das? More Content Build. I hope it's good. Doubt it's gotta work. Okay, und jetzt? Was will mir das jetzt? Ah, da oben ist noch einer. Create more ponies. Hey, ich bin das einzige wahre Bitches Pony hier. Leute, was soll denn das? More friendly content. Oh, freundlicher Content, ja. Content, ja, das will ich doch. Und hier haben wir wieder das Menü. Dann drücken wir hier doch mal auf Start. Ach, hier ist das Ding. Unser Portal. So. Okay, was brauchen wir? Ist over 99. Das settet es zu 0. Das heißt, wir müssen. So. Hier musst du erstmal nach rechts. Wenn wir hier drin sind, müssen wir da mal resetten. Aber dann kommen wir zum Anfang. Das heißt, es lieber nicht resetten. Das heißt, wir müssen hier und da und da und da, schätze ich jetzt einfach mal. Nee, blöd. Hier nach unten. Und den mal nicht dahin. Ich mache das dann einmal wieder so kompliziert wie gerade eben. Und teleportieren wir uns wieder hierhin. So. Ach so, ja, und so farmen wir jetzt erstmal das Zeug. Bis wir über 99 sind. Aber wohin jetzt? So, wir müssen jetzt nach links. Das heißt, ich würde sagen, nach da teleportieren und da dann. So, kurz einmal noch die Runde drehen. Dann teleportieren wir uns nach hier. Hier mal nach rechts. Und nach da oben kommen wir sowieso nicht mehr. Deswegen jetzt nach da teleportieren. Runter, rechts, runter. Zack. So. Komm, was macht mir das jetzt? Holy, chill. Chill. Alle Zeit. Ah, ich glaube, ich muss jetzt nach unten. Nicht wieder nach oben. Build Speed X10. Also mal 10, schätze ich mal, ja. Generate new. Mi Scout, war auch immer. Scheint einen neuen Gegner. Oder so. Das wäre interessant. Slow down. Nicht slow down. Ich bin doch schon langsam genug. Okay, shitty, jetzt was. Also A-Data ist über. Auch über. Und C-Data ist auch über. Okay, alle über. Über Ding. Über 99 bekommen. Hier werden alle zu 0 gesettet. Hier bekommen wir plus 25. Hier bekommen wir plus 25. Und hier bekommen wir plus 25. Das heißt, ich versuche erstmal einen voll zu machen. Hier wollen wir uns mal nach da drüben teleportieren. Wenn wir uns nach da teleportieren würden, kommen wir 25 für A, 25 für B. Und dann würde ich sagen. Ah, ne, hier nach links. Dann haben wir aber Fail. Dann wird auch Fail, wenn wir hier dann reinkommen, oder? Ich teste es einfach mal aus. Hier kommen 25, da minus 25. Ja, das nehmen wir in Kauf und dann kommen wir wieder nach oben, genau. Und das will ich eben nicht. Wenn ich nach unten komme, wohin komme ich dann? Wo bin ich? Ah, dann kommen wir wieder zum Anfang. Das heißt, dahin wollen wir ja theoretisch gesehen eigentlich eher weniger. Und wenn wir uns nach da drüben teleportieren, hier nach unten gehen, bringt uns das, denke ich mal, genauso wenig. Deswegen heißt, das heißt, ich denke, ich muss es wieder genauso kompliziert machen wie immer. Mit dem komischen Rumteleportieren die ganze Zeit. Aber dafür muss ich dann, denke ich, hier rein. Okay, hier dann wieder zurück teleportieren. Hier wieder zurück teleportieren. Nein! Fuck. Mal hier einfach mal die Plus.
Dann machen wir jetzt schon mal teleportieren. Aber wenn ihr dann da rüber teleportiert, also von hier jetzt nach da, dann kommt er nicht mehr nach da. Das heißt, der Crystal blickt nicht ganz durch. Vielleicht wenn wir uns nach hier teleportieren. Hier dann, das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Probieren wir es mal aus. Nee, machen wir mal so. Was ist, wenn das los ist? Da drüben, dann geht es nach unten und wieder zum Anfang, oder? Ja, genau. Da oben kommen wir auch nicht durch, weil da das rote Feld ist. Deswegen... Die Mitte ist gerade eigentlich das Wichtige und dann noch diese C-Data. Aber für die C-Data müssen wir die B-Data erstmal voll bekommen. Und für die B-Data... Erstmal die A-Data. Glaube ich. Nicht. Keine Ahnung. Das heißt, wenn wir uns jetzt... Eigentlich fand ich das schon eine ganz gute Idee, sich hier rüber zu teleportieren, ja? Aber was dann? Wenn man dann hier ist. Vielleicht... Holy moly, vielleicht... Wenn es hier dann runter geht... So? Das wäre doch ne... Crystal, das wäre doch eine Idee! Zack, und dann fahren wir das eine erstmal richtig schön voll. So, die Frage, wie wir die B-Data dann voll kriegen, wenn sie hier immer Minus und wieder Plus wird. Das heißt, ich denke, wir müssen den dahin kriegen, da nach unten und hier wieder teleportieren. Das heißt, wir machen das mal so, wie ich gerade gesagt habe. Die Idee fand ich nämlich auch nicht schlecht. Dann wieder nach oben. So kriegen wir die B-Data voll. So, und die C-Data, wenn B-Data dann free ist, teleportieren wir uns, denke ich mal, nach da, dann nach unten, hier nach links. Und dann den Teleport wieder ändern. Schätze ich mal, oder? Warte, wie mache ich das jetzt mit dem Teleport? Ich muss den da versetzen. Würde ich jetzt... Nein, nein! Oh, ich hoffe. Zack, kommt... Oh, danke. Okay, jetzt haben wir... Ja, jetzt erstmal die C-Data vollfarmen. Und die C-Data ist... voll. So, jetzt müssen wir nach hier drüben kommen und das machen wir, denke ich, über den hier einfach darüber, indem wir die hier einfach vertauschen und dass sich dann darüber teleportiert und wir durch sind. Ist doch sehr schön. It's not ready. Don't look. Ja doch, ich will es sehen, Mann. Zeig mir das Boss-Level. Ich will es auch direkt machen eigentlich. Los. Ach so. Oh, ich kann jetzt free bewegen. Oh, da ist ein Gegner. Wo bin ich denn? Das kann ich nicht lesen. Es scheint alles rückwärts zu sein. Dann gehen wir mal zu dem Dude. Der sieht doch freundlich aus, oder? Der macht anscheinend gar nichts. Das ist der Ticket Lake, ja. Wo wir unser Ticket leider eigentlich rausbekommen haben. Und oben war doch dann das Boss-Level. Deswegen gehen wir da auch mal hin. Aber es scheint hier irgendwie nicht zu sein. Was ist das? Sin Desert. Glaube ich. Cave. Hier ist die Cave wieder. Kommen wir da rein? Nee, Cave kommen wir nicht. Aber auf der Seite war doch dann irgendwo... Das Boss-Level, oder nicht? Meine ich, mich zu erinnern. Oh, was ist das denn? Die Burexe. Oh. Holy moly, was ist das denn? A mortal. Where am I? Oh, yes. I remember. I was created to guard a core file. Oh, wir haben wieder ein Core File gefunden, guys. But it is not a core file. Was? He took my seat as guardian. Mortal. If you find Asmodeus in your travel, tell him my name. Björn.
And he will know I am still out here. And he will know... Accept this as payment. Oh, was gibt er mir? Ein Ticket. Ein scheiß Ticket. Was will ich damit? Weiß ich soll ihm helfen, dass er seinen Core-File protecten kann. Und bekomme dafür nur ein scheiß Ticket. Ey, da will ich jetzt... Oh, hier ist das Boss-Level. Dafür will ich was richtig Nices haben eigentlich. So, auf die Bridge. Und rüber. Und rein da. Oh, wir haben den... Haben wir den, die Wings noch? Die Wings haben wir auch noch. Können wir alles downlasern. So, you made it. The final level of Adventure Mode. I wanted to have more of a build-up. But you're here, so we might as well do this. Okay. The final boss is me, of course. Ja, das war eigentlich klar. If you lose your soul, bla bla bla. Das hab ich jetzt leider nicht lesen können. Wow! Wow! Was will ich tun? I've done! Take this! Portal! Oh, ich komme in den neuen Koffer rein! Das scheint wieder ein Dämon zu sein, der es beschützt. Oh, wie sieht das denn aus? Also, ganz im Ernst, sowas hätte ich von Pony Island nicht erwartet, ja? Wow, also dass es noch so wird. Richtig geil erstmal. Das gefällt mir. Oh. Oh. Und jetzt schlägt er zu. Ah, nee, doch nicht. Oh, aber das ist schon anspruchsvoller als das ganze drüber gespringe. Vorher in den ganz normalen. Oh. In den ganz normalen Leveln. Holy moly. Komm, und da schlägt halt einfach immer zu. Was ist das für ein Dämon, Alter? Wie, also dafür, dass das nur so ein Spiel ist, ist er echt schick. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also, dass er, läuft er rückwärts? Wieso läuft er rückwärts? Eigentlich sollte der mich doch verfolgen. Na egal, es ist trotzdem schick. Meiner Meinung nach, in my opinion. Zack, oh, was macht er jetzt? Oh, jetzt schlägt er zu. Oh ja, ach, wenn er zuschlägt, dann kommt das Zeug vom Boden. Und wann ist der kaputt? Ich treffe ihn nur an der Stirn. Boah, bin ich blöd. Ach so. Ich treffe ihn nur an drei Stellen. Auge, Stirn und Kinn. Scheint so. Auge kaputt. So, ich mache jetzt mal das Kinn, oder? Weil es so weit unten ist. So. Oh, jetzt muss mein Laser kurz mal loaden. Warte einen Moment. Brudi. Oh, Kinn down. Get down on the ground. So, und jetzt noch die Stirn. Kaputt. Haben wir es auch verstanden. Und jetzt? Wo ist der Core-File? Zack, Ero. Oh, Delete Core-File. Well played. You're a true warrior. Ich bin ein wahrer Krieger, ja? Now click this. Ja, laber mich nicht voll. No! You're being late. Astray, can't you see that destroying these files will prevent you from playing Pony Island? Ja, klar. Los. But destroying... Oh, so sieht der Dude anscheinend aus. Only way to advance the pilot. What are you... Was? Holy moly. Holy moly. Holy moly. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Okay, kann ich was machen? Delete. Oh. Fool! 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 Sleep well. Okay. Sind wir, denke ich, wieder im Menü, oder? So wie die Musik ist. Oh, wir dürfen wieder einen Clip sehen. Sieht aus wie eine Spielbar. Also, hier die Automaten oder so. Oh, 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 wir können sogar aufstehen. Oh, und da... Pony Island war ja so ein altes Automatenspiel, ja? Wie müsst ihr wissen. Boah, wie schick.
Aber hier können wir leider nicht weitermachen, denn wir sind bei 20 Minuten. Ich denke, es wird nur noch ein oder zwei Parts, aber ich denke, es wird nur noch einer. Den werde ich auch so schnell wie möglich raushauen, denn, boah, das Spiel ist echt nice, ja. Also, freut euch drauf. Und ja, ich danke euch natürlich wieder herzlich fürs Zuschauen, ja. Es wird jetzt richtig spannend, nächste Folge, schätze ich mal. War es auch diese schon mit dem Boss, der war echt schick. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.